ist hier irgendwas Diplom? Tralala, tralala, haben wir hier irgendwas? Schauen wir uns mal das Diplom an. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ja, genau. Moment, dann machen wir das mal so. Probieren wir das mal so. Sieh an, da ist Dr. Marcels Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Ja, dann nehmen wir doch einen Stift. Darauf hat schon wer unterschrieben. Ja, dann machen wir das eben so. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Das verstehe ich jetzt nicht. Können wir... Das verstehe ich jetzt nicht. Es wäre schon gut, wenn der Doktor das unterschreiben würde. Aber er ist nicht da. Und ich bin ganz froh darüber. Ja, aber das... Nee, das verstehe ich nicht. Aber irgendwie müssen wir doch an die Unterschrift kommen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ja, das ist schön, aber tralala, tralala. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Der Doc hat ein Diplom. Aber mich lässt das kalt. Ja, waren wir auch doof, ne? Wie kommen wir denn jetzt an die... Können wir die ausschneiden? Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Glas. Okay, dann machen wir sie eben kaputt. Ist doch egal. Was meinst du, Harvey? Hat der Doktor sein Diplom beim Polospielen gewonnen? Auf jeden Fall. Und er hat geschummelt. Okay, das klappt auch nicht. Gut. Können wir sie irgendwie raushebeln? Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Ach Mann, dann eben mit der Gabel. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Gott, irgendwie müssen wir doch an diese blöde Unterschrift kommen. Mit diesem Formular kann man sich zur Therapie anmelden. Allerdings fehlt die Unterschrift des betreuenden Psychologen. Können wir irgendwie... Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ja, da soll ja auch kein... benutzen... Sieh an, da ist Dr. Marcels Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Na, mit einem Stift vielleicht. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Kombiniere, Sherlock. Kombiniere. Ich verstehe das irgendwie nicht. Harvey 2... Ach, Moment. Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Ja, das ist doch schön. Juhu. Okay, dann machen wir das doch jetzt. Und zwar hier. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Sehr schön, sehr schön. So, wir haben jetzt das... So, wisst ihr was? Wir gehen jetzt in den Therapieraum. Und dann... Doktor, ach, hat sie die ganze Wand vollgeschrieben. Das ist ja jetzt erst. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall in den Therapieraum. Und mal schauen, was uns da Mysteriöses erwartet. Ja. wo war denn der jetzt nochmal? War er hier? Wo war er? Nee, hier war er nicht. Alles klar. Dann, gehen wir ein Stockwerk tiefer. Noch ein tiefer.
Noch ein tiefer. Wo war denn der Therapieraum? Mein Sieb im Gehirn. Mann. Oh, oh. Nein! Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ach. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte dich! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, da sind wir wieder, da sind wir wieder. Das habe ich wohl vermasselt. Ja, ist ja gut. So, dann fahren wir mal wieder eine Runde Lift. Lift, Apfelsaftschorle. So. Dann, hallo. Guten Tag. Ach nee, ich mag den Kerl. So, dann fahren wir eine Runde Lift. Da kommt der nächste Ausgang. So, dann... Und los geht's. Ja. Und weiter geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Yeah. Ausgang. 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 Und das Spiel hängt. Ja, das Spiel hängt. Es hängt. Und wir fallen jetzt herunter. Da geht es richtig ab. Da unten, da geht es richtig ab. Und das Spiel hat gehangen und das finde ich gar nicht gut. Oh yeah. So, Entschuldigung. Aber das musste jetzt auch mal sein. Ein bisschen rumspinnen. So, dann gehen wir hier hoch. Wir gehen da hoch. Und dann gehen wir hier lang. Und dann gehen wir hier lang. Wo war denn dieser Therapieraum? Hier lang? Wo war denn dieser Therapieraum? Bin ich denn doof? Ach hier! Sind wir doch richtig! Gut, dann auf ein neues! Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ja, wir haben aber alles dabei. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ja, wenn es sein muss, was haben wir denn hier? Ja, es kann losgehen. Ich würde ihm lieber erst einmal ansehen, wie das hier so abläuft. Schauen wir uns das erstmal an. Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut,
Dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich noch mal vor? Ja, na gut. Also ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure spielen in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss. Hallo, Gruppe. Ein ockerfarbenes Huhn. Das möchte ich gerne sehen. Wen haben wir denn hier? Ich bin der Mann im Bienenhauskostüm. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Trockelwäscher, Peter, Hoti. Adrian, ich glaube Adrian, ich glaube wir nehmen jetzt Adrian, weil wir müssen ja auch noch gegen ihn spielen. Ich glaube die anderen sind jetzt erstmal nicht so interessant. Was? Ich bin Flatula Buselgarn. Naja, egal, komm, nehmen wir mal Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Unterricht als erstes, als zweites, als drittes, vorletzter. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Ach du liebe Zeit. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Ach du liebe Zeit. Sind das nicht die Infos, die wir in der Akte haben? Oh Gott, ich habe mir das gar nicht gemerkt. Holy moly, was mache ich denn jetzt? Zweites. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Schwarz, rot, grün, blau, gelb. Was? Mokka, Oktarin, getupft, Eierschalen. Schwarz ist so offensichtlich. Rot war mal meine Lieblingsfarbe. Grün, nur wenn es Bock wäre oder so. Nehmen wir blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Och Mann, ach, ich muss hier wahrscheinlich die richtigen Dinge sagen. Okay. Wer braucht die schon? Na, wir brauchen die. Okay, dann gehen wir mal. Wo war denn der Raum? Der Raum war unten im Keller, genau. Alles klar. Dann gehen wir mal in den Keller. Und dann schauen wir nochmal in die Akten von König Adrian. Denn Adrian ist ein ganz famoser Mensch. Ja, das ist ganz, ganz toll, ist das? So. Ja, sehr, sehr gut. Hier war der Raum, ne? So, gehen wir erstmal hier runter. Dabdu, dabdu. Und dann geht's hier rein. Das blöde Schwein. So, jetzt erstmal. Wo war es denn? Hier. So. Ansehen. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Natürlich, Adrian. Das soll eine Krankenakte sein?
zitiere. Name: Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier: eine rote Katze. Besonderheiten: wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ach so, ach, das war schon alles. Ich habe gedacht, es kommt ein bisschen mehr Info. Aber naja, gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück in den in diesen Therapieraum. Mal schauen, ob es jetzt hilft. Na los, Edna. Na los. Also die Ladezeiten sind auch ganz schön heavy, ne? Da lang, ne? Naja, was heißt heavy? Also sie sind nicht heavy an sich, aber irgendwie... na, ihr wisst schon. So, dann gehen wir wieder hier rein und dann mal schauen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, natürlich! Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Also, ich bin Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Genau. Ich wurde als zweites ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? So, und das ist jetzt aber eine Farbe, weil in der Akte steht, dass die Katze rot war. So, aber hier wird jetzt nach einem Hund gefragt. Das bin ich etwas irritiert. Ich klicke jetzt mal auf rot, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich richtig ist. Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Ja, das, Ha, wer braucht die schon? Okay, dann gehen wir mal zurück. Das schreibe ich mir aber dann mal auf. So, brauche ich mal einen Zettel. Und einen Stift. Na mal gut, dass man alles hier direkt zur Hand hat. Wunderschön. Ja, dann wollen wir das mal gleich aufschreiben, weil das kann ja so nicht angehen. Los, Edna, lauf! Lauf, Edna, lauf! So, dann geht's jetzt hier rein. Achso. Erstmal hier runter, ist auch dämlich gemacht. Mensch. So, dann. Achso. Hier. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name: Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier: eine rote Katze. Besonderheiten: wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. So, ja. Okay, dann gehen wir wieder raus. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Aber wie gesagt, das ist das eine Fun-Frage oder muss ich mit Absicht falsch antworten? Aber ich habe doch vorhin auch falsch geantwortet. Ja. Verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich zugeben. Aber naja.